Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, der unser Vater ist und unser Leben in seiner Hand hält. Und im Namen Jesu, der unsere Schuld auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns hilft, Gottes Wort zu verstehen und seinen Willen zu tun. Amen. Ich begrüße heute aus der Matthäuskirche in Zwern, der Kirche, die auf dem Bühnenbild der KG Süd immer zu sehen war. Und ich denke, es ist in dieser Zeit, in dieser besonderen Session, wo wir Karneval, aber ganz anders feiern, auch wichtig, Gottes Wort zu bedenken. Du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so traurig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Liebe Narrengemeinde, liebe Nichtnarren, als wir vor einem Jahr damals in der Kirche unseren Gottesdienst feierten, da ahnten wir noch nicht, dass diese Session so anders sein würde. Auch Karneval, aber doch ganz anders. Damals hatten wir den Anschlag von Hanau gerade erlebt und am Vortag beim Umzug und beim Rathaussturm dagegen protestiert. Aber was dann kam, davon hatten wir keine Ahnung. Ich meine jetzt nicht den Anschlag auf den Festumzug in Volkmarsen am nächsten Nachmittag, an dem Nachmittag des Gottesdienstes, sondern das, was sich ein paar Tage später nach dem Aschermittwoch herausstellte. Das Virus war angekommen und hat uns bisher nicht losgelassen. Waren wir alle zunächst noch zuversichtlich, so schlimm wird das schon nicht werden, so wurden wir doch bald belehrt, dass es sogar noch schlimmer kommen konnte. Da fragte sich mancher wohl, zumindest sinngemäß, warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Schon bald begannen Menschen mit krudesten Verschwörungstheorien, das verständlich zu machen, was es mit der Pandemie auf sich hatte. Und wahrscheinlich geschah das auch deshalb, weil wir so etwas noch nie erlebt haben. Ebola, ja gut, aber das war ja im fernsten Afrika, bei uns doch nicht, in unserem Gesundheitswesen. Nein, so etwas konnte keine einfache Krankheit sein, da mussten andere dahinter stecken. Solche Ideen gab es auch schon früher, in Pestzeiten, als dann die Brunnenvergifter identifiziert und gejagt und ermordet wurden. Auch damals fremdenfeindliche Tendenzen, wie beim Mord an unserem Freund Walter Lübcke oder auch eben beim Anschlag in Hanau. Du bist der Gott meiner Stärke, warum hast du mich verstoßen? Ja, manchmal konnte man sich da einfach nur noch Gott verlassen fühlen. Die Frage nach dem lieben Gott, der solche Dinge zulässt. Doch die geht von einer falschen Voraussetzung aus. Sie lässt Gott nicht in seiner Ganzheit erstellen, fragt eigentlich noch nicht mal nach Gott, sondern nur nach Lieb. Und das auch nur unter unseren menschlichen Maßstäben. Ein wenig mehr Gelassenheit im Umgang mit den Widrigkeiten des Lebens sollte uns da schon anstehen. So wie der Apostel Paulus es im Philipperbrief ausführt. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein.
Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dementsprechend eben auch feiern und eben auch anders feiern. Da kann man dann auch die Sitzung, die Veranstaltung absagen und trotzdem Frohsinn und gute Laune behalten. Auch mit Maske. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir auf der Harfe danke, mein Gott. Gott lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht traurig gehen, darauf können wir vertrauen. Schließlich gibt es jetzt ja auch eine berechtigte Hoffnung, auch wenn diese noch nicht in der Menge bereitsteht, dass alle gleich geimpft werden können und die ganze Sache sich mit einem Schlag erledigt. Aber wir können weiterhin hingehen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und Frohmut in die Zukunft sehen, weil wir alles können durch den, der uns mächtig macht. Amen. Wir beten. Gott, unser Herr, wir danken dir, dass du mächtig bist und uns damit auch ermächtigst, mit Krisensituationen umzugehen. Wir denken an die Opfer der Krankheit wurden. Nimm sie auf in dein Reich und zeige ihnen das Leben in der Auferstehung. Wir denken an die liebe Menschen durch die Krankheit verloren haben. Tröste sie. Sende ihnen Menschen, die Schwere der Last mit ihnen tragen. Wir denken an die durch die Krankheit das Vertrauen zu dir verloren haben. Sende ihnen dein Licht und deine Wahrheit, dass sie erkennen, dass sie dennoch deine geliebten Kinder sind. Wir denken an uns, die wir auf manches Liebgewonnene verzichten, auf manches Gewohnte. Sei du im Ungewohnten auch unsere Freude und unsere Wonne. Und alles, was wir dir noch sagen wollen, legen wir hinein in das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so seid Gesegnete. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.